Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ihr habt Bock drauf, kreativ zu sein. Heute zeige ich euch, wie ich diesen Hund mit Aquarell koloriere. Die Vorzeichnung habe ich frei Hand gemacht, das habe ich diesmal nicht mitgefilmt. Aber ihr könnt natürlich die Vorzeichnung so machen, wie ihr das möchtet, ob zum Beispiel mit Transferpapier oder auch Freihand. Zudem nutze ich hier Rubbelkrepp für die Stellen, die weiß bleiben sollen, also in dem Papierweiß, denn das schützt das Papier und man kann sozusagen darüber malen, ohne dass sich das Papier an der Stelle, wo man es aufgetragen hat, einfärbt. Wichtig ist nur, dass ihr da wirklich einen alten Pinsel für verwendet, weil der kann sehr schnell dadurch in Mitleidenschaft gezogen werden und dass ihr dieses Rubbelkrepp nicht länger als so 2 Tage auf eurem Papier lasst. Dann habe ich mir mein Wasser, meine Mischpalette, meine Aquarellfarben und meinen Pinsel herausgesucht und nun beginne ich mit dem Hintergrund. Hierfür verwende ich die Nasse-Nass-Technik. Heißt, ich feuchte erstmal meinen kompletten Hintergrund an und dann bringe ich die Farben ein. Die Nasse-Nass-Technik funktioniert meistens bei 100% Baumwollpapier ein wenig besser, denn Baumwollpapier hat einfach die Eigenschaft, ein wenig länger nass zu bleiben, sodass halt auch diese verwaschenen Effekte entstehen können. Hier nutze ich das Etcher Lab A4 Landschaftsskizzenbuch in Cold Pressed und das hat auch 100% Baumwollpapier und darauf funktioniert das auch recht gut. Zudem verwende ich hier hauptsächlich die Schminke Horadampffarben, Ultramarin Feinst, Sienna Gebrannt, Goldbraun, Preußisch Grün, Umbra gebrannt und Payne's Grau bläulich. Ihr könnt natürlich den Hintergrund so gestalten, wie ihr möchtet. Ich nutze hier jetzt, wie gesagt, so eine Mischung aus den Goldbraun und den Preußisch-Grün und an den Ecken vom Bild habe ich das ein wenig mit den Payne's Grau bläulich abgedunkelt, damit der Fokus mehr auf den Hund gelenkt wird. Den Hintergrund lasse ich auch ein wenig in das Motiv reinlaufen, weil ich möchte auch einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren, wie verschiedene Maltechniken wirken beim fertigen Bild, wie es aussieht, wenn das auch ein bisschen ins Motiv läuft. Und wie gesagt, ihr könnt das natürlich so machen, wie ihr das möchtet. Ihr müsst auch zum Beispiel nicht unbedingt Rubbelkrepp verwenden. Ihr könnt die Stellen auch einfach weiß lassen. Das geht auch. Oder später mit weißer Gouache oder einem weißen Acrylmarker einmalen. Nun blocke ich mir erstmal die Farben ein, wo sie im Bild zu finden sind, für die grobe Orientierung und lasse dann gleich das Bild erstmal komplett trocknen, bevor ich weitermache. Nun mache ich mit der zweiten Schicht weiter und zwar nutze ich hier die Nass-auf-Trocken-Technik, die ist halt sehr gut für Details, da die Farben so eher nicht ineinander verlaufen können, wenn man sie nicht direkt nebeneinander einmalt. Bei Aquarell arbeite ich auch immer von hell nach dunkel, heißt erst kommen die helleren Schichten und ich werde von Schicht zu Schicht immer dunkler und bringe halt immer mehr Details ein. Wichtig ist, dass ihr im Hinterkopf habt, dass die Aquarellfarbe deutlich heller trocknet, als sie so zu sehen ist, wenn sie nass ist. Hier seht ihr übrigens auch, dass das Blau vom Hintergrund ein wenig im Kopf von Hund reingelaufen ist und dass beim Ohr auch so schöne verwaschene Effekte entstanden sind. Das ist alles nicht schlimm. Da kommen noch ein paar Details drüber, sodass man das später nicht mehr
so wirklich wahrnimmt. Aber ich finde gerade, das ist halt auch das Schöne, dass bei Aquarell halt so viele Effekte möglich sind, dass es auch ein wenig ein Eigenleben hat und so ein bisschen selber arbeitet, nenne ich das mal. Nun ist das Orangebraune getrocknet, sodass ich das dunklere Braun darüber legen kann und es nicht ineinander verläuft. Und ihr seht schon am Kopf, dass so ein bisschen der Hintergrund durchschimmert, was ich ganz cool finde, aber man das Braun auch einfach darüber legen kann, weil es halt eben eine dunklere Farbe ist. Und die Detailstärke in eurem Bild bestimmt ihr natürlich selber. Wenn ihr es mögt, dass man mehr Fellstriche wahrnimmt, dann zeichnet ihr einfach ein wenig mehr ein. Wenn ihr lieber flächig arbeiten wollt, arbeitet ihr lieber flächiger. Übrigens, um das ganz dunkle Braun hinzubekommen, habe ich Umbra gebrannt mit Ultramarin Feins gemischt und ein klein wenig von Sienna gebrannt. Und da fand ich, kam eine gute Farbe heraus, die super zum Hund gepasst hat. Und manchmal habe ich auch in diese Braunmischung ein wenig von der Hintergrundfarbe, also von diesem preußisch-grün mit reingemischt. Einfach damit das Bild in sich noch ein wenig harmonischer wirkt und damit man die Farbe im Fell selber auch noch mal ein wenig wahrnimmt. Denkt übrigens immer gerne dran, euer Pinsel hat nicht nur eine Pinselspitze, sondern auch einen Pinselkörper. Also ein Pinsel ist meist sehr vielfältig einsetzbar. Ihr könnt große Flächen mit so einem Verwaschpinsel machen, aber auch feine Details. Und deswegen mag ich diese Pinsel einfach sehr, sehr gerne und nutze diese dementsprechend auch viel. Ich habe noch manchmal damit zu kämpfen, selbst zu wissen, wie dunkel ich eine Farbe auftragen muss, damit sie halt wie gewünscht trocknet, weil sie, wie ich ja schon erwähnt habe, heller trocknet, als man es im nassen Zustand sieht. Und daran muss ich noch ein wenig arbeiten, dass ich das schneller wahrnehme und besser wahrnehme, wie dunkel ich die Farbe auftragen muss. Aber das kommt auch mit der Übung, da bin ich mir ganz sicher. Und bei Aquarellen möchte ich, wenn möglich, nicht zu viele Details einmalen, sondern nur so viele wie nötig, damit man die Fellstruktur ein wenig wahrnimmt. Ich muss mich da immer noch ein wenig zügeln, aber wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft, dann klappt das irgendwann schon ganz gut. Und macht euch übrigens nicht so einen Megakopf wegen einer perfekten Farbe. Das muss hundertprozentig so sein wie auf dem Bild. Versucht eher ein wenig mehr auf den Kontrast zu achten, anstatt sich nur an der Farbe dran lang zu hangeln. Denn wenn das ein klein wenig anders ist, ist das nicht so dramatisch. Aber wenn ihr jetzt wenig Kontrast im Bild habt, ist das natürlich nicht so schön und das Bild wirkt halt nicht so interessant auf den Betrachter. Auch für das Auge nehme ich jetzt diesen großen Verwaschpinsel, da dieser zu einer sehr feinen Spitze zusammenkommen kann, man damit auch super Details einzeichnen.
Aber auch hier wage ich mich erstmal langsam vor und umrande nicht gleich mit einem dunklen Braun, sondern erstmal ein helleres Braun. Für die Schnauze habe ich mir ein Rot genommen und das sehr stark verdünnt. Also ihr könnt Aquarellfarbe ja ganz einfach aufhellen, indem ihr mehr Wasser hinzufügt. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr schon mit ein paar Farben sehr viele Farbnuancen schaffen könnt. Und dann habe ich noch ein klein wenig von den Umbra gebrannt da rein gedippt, nenne ich es mal, aber auch in ganz verdünnter Form. Für das Auge hier habe ich das Goldbraun und Sienna gebrannt genommen und habe das dann auch erstmal trocknen lassen, bevor ich noch weitere Details eingezeichnet habe bzw. eingemalt habe. Ein paar Spritzer dürfen natürlich auch nicht fehlen. Ich finde, das lockert so ein Bild einfach immer total auf. Und hier habe ich das Kobalttürkis von Schminke genommen, weil es eine deckende Farbe ist und somit auch über den Brauen gut sichtbar ist. Wenn alles getrocknet ist, kann ich nun das Rubbelkrepp entfernen. Ich mache das gerne mit einem Radierer. Und auch in diesem Etcher-Skizzenbuch funktioniert das mit den Rubbelkrepp wunderbar. Man kann das super leicht abradieren. Und das Papier darunter ist auch nicht verletzt. Aber wie gesagt, denkt dran, das nicht zu lange da drauf zu lassen. Es kann nämlich sein, dass das Papier nachher das nicht so gut verträgt und dadurch irgendwie beschädigt wird oder sich auch selber einfärbt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, ob euer Papier dafür geeignet ist, probiert es mal an einer kleinen Stelle aus, lasst das trocknen und radiert es dann mal weg, ob das alles so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt. Zu guter Letzt habe ich noch einige Details mit Buntstiften eingezeichnet. Aber auch hier ist für mich wichtig, weniger ist da oft mehr, weil man kann sonst sehr viel von diesem schönen aquarelligen Effekt kaputt machen. Und deswegen versuche ich dort auch nicht zu viele Details einzuzeichnen. Aber wie gesagt, ich möchte das nochmal betonen, dass natürlich jeder das so machen kann, wie er das möchte, wie er mit seinem Bild zufrieden ist. Ja, ich habe es dann gleich geschafft. Das war mal eben eine fixe Übung in Freihandzeichnen und auch Kolorieren und auch ein wenig was austesten, wie es mir gefällt, wenn die Hintergrundfarbe ins Motiv mit reinläuft. So, dann machen wir das Tape-Up, das Beste von allen, finde ich. Da sieht man erstmal, wie das Motiv jetzt eigentlich wirklich wirkt, ohne die unsauberen Kanten, die man durch das Tape natürlich hat, weil die Farbe da ja rüberläuft. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein wenig weitergeholfen. Für mehr schaut gerne auf meinen Channel vorbei. Und wenn ihr schon mal dabei seid, lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin gesund und natürlich kreativ. Bis dann!